Kühe geben Milch, Schafe droppen Wolle und Hühnchen legen OP-Items, zumindest in dieser Challenge. So habe ich heute nämlich die Möglichkeit, extrem einfach an ultrastarke Tools und nützliche Items zu kommen. Doch das Ganze wäre natürlich keine Challenge, wenn ich nicht selber noch eine dumme Einschränkung erfinden würde. Es gibt in diesem Datapack nämlich auch die sehr geringe Möglichkeit, dass die Hühnchen Enderaugen legen. Und genau das ist der einzige Weg, wie wir diese heute bekommen dürfen. Das bedeutet zwar, dass wir relativ früh krasse Sachen haben, danach aber sehr, sehr, sehr lange warten müssen. Was ich gemacht habe, um diesen Vorgang zu beschleunigen und welche Items mir die Hühnchen gegeben haben, seht ihr also heute in diesem Video. Wenn euch die Idee gefällt, könnt ihr sehr gerne jetzt schon mal ein Like und ein Abo dalassen. Und kommentiert auch unbedingt weitere Challenges, die ich mal ausprobieren soll. So, jetzt aber genug gelabert. Viel Spaß mit diesem Video. So, also unsere Standard-Tools haben wir jetzt eigentlich schon. Und jetzt können wir uns direkt schon auf die Suche nach Hühnchen machen und ihr seht schon, da vorne ist auch das erste. So, dann baue ich jetzt erstmal so ein schönes Loch, wo ich die gleich reinlocken werde. Ja, perfekt, das erste ist drin und jetzt auch noch das zweite, let's go. Okay, also zwei Hühnchen haben wir da drin schon mal, die können wir direkt vermehren, weil wir brauchen sehr wahrscheinlich sehr, sehr viele Hühnchen. Ja, dann merke ich mir mal die Koordinaten, damit ich die nicht verliere. Und dann kann ich eigentlich direkt schon Eisen sammeln, weil das brauche ich für einen Hopper später. Und das finden wir am besten hier unten in der Höhle und hoffentlich sterbe ich nicht, das wäre peinlich und sollte nicht passieren. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Es könnte passieren. Warum sind denn da drei Skelette auf einmal? Okay, wir lassen das erstmal mit der Höhle. Vielleicht sollte ich erstmal mehr Hühnchen ranholen. So, hier sind unsere Hühnchen. Habt ihr schon was gelegt? Habt ihr natürlich nicht. Danke für nix. So, auf dem Weg nehmen wir uns natürlich noch ordentlich Seeds mit. Davon werden wir auch viel gebrauchen. Und ihr seht schon da unten, Freunde, die Hühnchen haben uns unser erstes OP-Item gedroppt. Und das ist eine Eisenhoe mit Effizienz 4 und Manding. So viel zum Thema OP-Items. Glück wäre auch gut als Verzauberung, da würden wir mehr Samen rausbekommen, aber wie gesagt, wir bekommen nur das Ding hier. Ja, und deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, als einfach weiter zu warten und die Hühnchen immer besser zu vermehren. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Was ist denn hier los? Das erste Item, was wir bekommen haben, war eine Eisenhoe und jetzt bekommen wir eine Diahoe als zweites Item. Ich habe mir irgendwie mehr erhofft von dieser Challenge. Was ist das denn? Und warum ist da unten jetzt ein Pferd? Bro, das ist Hühnchen-exclusive, dieses Loch. Also ich lasse es natürlich trotzdem drin. Ich würde es niemals töten. Naja gut, dann farm ich halt einfach noch ein bisschen mehr Weizensamen. Oder es kommt einfach noch ein Hühnchen vorbei, woher auch immer. Aber sehr gerne, ich habe da ein wunderbares Hotel für dich. Oh, das Hühnchen, was wir gerade angelockt haben, das hat einfach selber schon ein Ei gelegt. Nur, dass es hier natürlich kein Ei ist, sondern Netherite Boots mit einem Frostwalker 2 und Protection 3 Enchantment. Ihr merkt also, wie angekündigt, die Items, die wir bekommen können, sind schon sehr stark. Teilweise aber auch komplett unnötig. Ich will nicht drüber reden. Nur für den Flex mache ich mir jetzt noch eine Holzhoe. Und wenn wir dann noch eine aus Netherite bekommen, haben wir einfach jeden Typen. Ich weiß nicht, ob man darauf stolz sein sollte. Oh, was ist das? Nein. Okay. Ich dachte kurz, es wäre eine Netherite-Hoe, aber das ist ja noch schlimmer. Ich habe mir gerade eine gecraftet und jetzt bekommen wir eine enchantete Holz-Hoe. Was ist das denn? Ich dachte, dass da nur krasse OP-Items rauskommen und wir haben jetzt drei Hoes, die alle schlecht sind. Was soll ich damit? Hallo, habt ihr mir... Das kann nicht sein. Ich dachte, ich bekomme gute Items, die nächste Holz-Hoe. Und die hat sogar Curse of Vanishing. Das ist ja schlechter als eine normale. Okay, ob sie... Obsidian. Ein Obsidian. Sag mal, hört ihr mir überhaupt zu? Ich brauche besseren Stuff, um mich in die Höhle zu trauen. Oh, da vorne ist ein Dorf. Das ist ganz cool. So, dann hier mal ein bisschen Gravel. Schau mal für später. Ich habe 40 Gravel für einen Flint abgebaut. Also, durch die Hose habe ich schon gemerkt, dass das Glück heute nicht auf meiner Seite ist. Aber das jetzt ist einfach nur frech. Immerhin haben wir jetzt den zweiten für ein Fletching Table nachher. Hier haben wir immerhin unser erstes Eisen. Sind nur zwei Stück, aber heute bleibe ich ultra gelassen. Ist mir egal. Oh, eine ganze Hühnchenfamilie. Kommt alle mit. Die haben Items gedroppt. Ist das gut? Oh, die gucken uns gleich alle an, Freunde. Erstmal muss ich die Hühnchenfamilie ins Gehege bringen. Ah, wobei, jetzt in der Nacht ist vielleicht klug, wenn wir uns erstmal die ganzen neuen Sachen anschauen. Erstmal haben wir hier ein Unbreaking 3 Goldhelm. Ist in Ordnung. Dann natürlich wieder verzauberte Holztools. Danke, Minecraft. Und eine Netherite Spitzhacke mit Effizienz 5 und Unbreaking 3. Das ist nice. Gerade hat dazu ein Hühnchen sogar noch eine Unbreaking 3 Iron Chestplate gedroppt.
Also ich würde sagen, jetzt sieht das Ganze doch schon deutlich besser aus als am Anfang. Ist das nicht schön? Ich und meine Chicks auf dem Weg in ein Loch. Zwei Creeper schon wieder. Warum mache ich das ganze Ding? Nein, nein! Nein! Nein, oder? Das ist doch nicht... Das ist doch nicht wahr. Ich habe die ganzen Hühnchen so mühsam durch die ganze Welt transportiert. Und dann sprengt die ein Creeper in die Luft. Ich fass es nicht. Wir waren so kurz vorm Ziel. Es waren so viele. Und die haben mir in der Zwischenzeit auch nicht so sinnvolles Zeug gedroppt. Eigentlich gar nicht. Das brauchen wir alles nicht. Eisen, wo man hinschaut. Sehr nice. Gut, also Eisen haben wir eigentlich genug. 29 Stück. Das reicht für das, was ich vorhab. Freunde, wir sind back bei unserer Hühnchenfarm. Die Kollegen haben in der Zwischenzeit nur Goldschuhe und eine neue schlechte Ho gedroppt. Oh, und wir haben eine Schaufel, die ist mir vorhin auch nicht aufgefallen, mit Unbreaking 3 und Manding. So, dann können wir die Kollegen in der Zwischenzeit erstmal vermehren, packen dann das ganze Eisen, was wir gefarmt haben, in den Ofen rein und damit können wir uns jetzt gleich unsere nice Farm bauen. Das Ding ist, dafür brauchen wir natürlich auch viele Truhen und dafür muss ich jetzt erstmal in der Zwischenzeit Holz farmen. Das ist ein Joke, oder? Ich habe gerade Eisen gefarmt, jetzt haben wir eine Spitzhacke mit Glück 3. Na klar, naja, ist ja egal. Wie gesagt, ich will mich gar nicht drüber beschweren. Wir haben insgesamt 19 Eisen. Nee, was sage ich? Wir haben insgesamt 30 Eisen. Das ist sehr gut. Das bedeutet, ich crafte mir jetzt erstmal ein paar Kisten. Die packe ich dann hier in die Mitte. So, und dann können wir uns ganz entspannt mal 4 Hopper machen. Dann heben wir hier das Ding unter den ganzen Hühnchen aus. Geben hier Hopper hin, die alle ineinander führen. Zack. Ja, und wenn ich nicht vollkommen lost bin, was bei Redstone allerdings gerne mal der Fall sein kann, dann sollten jetzt eigentlich alle Items, die die Hühnchen legen, wenn ich die Ebene hier noch zerstöre, dort reinfallen. Ja, und dann gehen die hier in den Hopper, in die Kiste und dann kann ich die hier öffnen, hoffentlich. Mal schauen, ob das klappt. Okay, Freunde, der Moment der Wahrheit ist angebrochen. Ich zerstöre diese Blöcke hier. Oh, und es scheint zu funktionieren, oder? Also ich kann natürlich wie immer falsch liegen, aber die Hühnchen sind da. Und wenn ich jetzt hier in die Kiste schaue, ist da gar nichts drin? Ist das Zeug vielleicht ganz unten? Let's go! Es hat funktioniert, Freunde. Und nicht nur das, wir haben auch eine Netherite Chestplate. Und darauf haben wir Protection 4, Unbreaking 3 und Dornen 2. Ist das stark? Ihr merkt, artgerechte Tierhaltung, wie immer bei mir, extrem wichtig. Ja, und jetzt heißt es eigentlich nur noch warten, würde ich sagen. Warum kommen da Eier raus? Die dürfen eigentlich keine Eier legen. Das sollte nicht so sein. Nein, ich bin so blöd. Ich habe meine Hühnchenfarm aufgemacht. Och nee, wie dumm. So, einmal hier alle bitte in das Gehege rein. Zum Glück sind da Trapdoors und die fallen automatisch. Gut, Freunde, ich weiß nicht warum, aber die Eier, also die Hühnchen legen aus irgendeinem Grund jetzt wieder Eier und keine OP-Items mehr. Meine einzige Vermutung ist, dass es an den Hoppern liegt, weil bevor die da waren, hat es ja noch funktioniert. Das bedeutet, ich habe die jetzt alle mal da unten freigelassen und gucke jetzt einfach mal, was da passiert. Ich bin gespannt und ein bisschen verängstigt, wenn ich ehrlich bin. Okay, mir wurde gerade eine Goldbrustplatte gedroppt. Das bedeutet, es liegt wirklich an den Hoppern, was für mich irgendwie gar keinen Sinn ergibt. Das bedeutet aber auch, dass ich die ganze Konstruktion jetzt nochmal umbauen muss und das halt irgendwie ohne Hopper machen muss. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Wenn ihr dafür eine Erklärung habt und euch irgendwie mit Modding und so auskennt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Okay, Freunde, auch die zweite Farm steht jetzt. Besonders schön sieht sie nicht aus, wenn ich ehrlich bin. Aber ich versuche euch jetzt trotzdem mal kurz zu erklären, wie das Ganze funktioniert, beziehungsweise wie ich hoffe, dass es funktioniert. Und zwar, es kann doch nicht sein, ich muss diese Schuhe ausziehen. Das ist ja schlimm mit Frostwalker. So, also folgende Situation, Freunde. Ich locke gleich die Hühnchen hier rein, die sind dann alle dort drin. So, und dann droppen sie Items in das Wasser, das fließt dann hier rüber, geht dann hier in die Hopper rein und dann in die Kiste. Also, soweit ich mir das vorstelle, ist das eigentlich ziemlich selbsterklärend und logisch. Ich denke nur, es wird wieder irgendwas schief laufen, aber ich probiere es erstmal aus. So, einmal bitte alle hier rein in die Farm. Ich glaube, es funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und jetzt schauen wir in die Kiste. Let's go! Let's go! Es hat funktioniert, Freunde. Es hat funktioniert. Ich bin nicht der beste Builder, aber es funktioniert. Ja, und jetzt haben wir hier ganz, ganz viele starke Items. Wie ihr seht, ein sehr, sehr nicer Bogen. Unsere erste Enderperle, ein Netherite-Schwert verzaubert. Ja, bis jetzt auf jeden Fall
Fall zufriedenstellend und nice, dass man auch Enderperlen bekommen kann. Das wusste ich nämlich davor auch noch nicht sicher. Ja gut, also wenn ich sie vermehre, kommen da Kinder raus und die fließen dann hier runter. Das ist gar nicht gut. Das habe ich mir nicht so vorgestellt. Dann müssen halt die Hühnchen hier erstmal reichen, oder? Oh, eine Netherite-Hose mit Curse of Binding. Okay, da muss ich überlegen für später. Vielleicht bekommen wir noch bessere Items. Ich sehe gerade, dass der Ersteller auch selber so eine Farm gebaut hat auf einem Screenshot. Und bei ihm scheint das Ganze zu funktionieren. Also auch mit Babyhühnchen. Oh, wisst ihr was, Freunde? Ich baue das jetzt einfach mal, wie er es gemacht hat. Vielleicht sogar ein bisschen schöner mit Holz und so. So, Freunde. Also das Ding steht jetzt soweit. Das Einzige, was noch fehlt, ist das Soul Center unten und natürlich die Hühnchen oben drin. Dafür geht es jetzt erstmal in den Nether, damit ich das relativ schnell erledigen kann, hoffentlich. Dafür brauchen wir aber natürlich erstmal einen Lavasee und so einen zu finden. Ihr kennt das, kann gerne mal sehr, sehr kompliziert werden. Vielleicht finden wir ja da vorne in dem Dorf einen. Das wäre schon mal sehr, sehr schön. Oh, und jetzt lohnt sich auch mal die Diaho, die wir haben. Wir können nämlich Weizenblöcke recht schnell abbauen, sogar Insta-Minen. Oh, da ist wirklich ein Lavasee neben dem Dorf. Let's go! So, dann können wir den erstmal zuschütten. Wir haben ja unsere super starke Netherite-Spitzhacke. Und dann nehme ich mir erstmal 10 Obsidian, damit wir gleich in den Nether können. So, und jetzt gönn mir bitte, bitte, bitte ein Spawn, wo irgendwo Soul Sand in der Nähe ist. Let's go! Bitte! Ich habe nicht gedacht, dass die Challenge so aufwendig wird. Das ist kein guter Spawn. Oh, da unten ist Soul Sand. Let's go! So, dann nehmen wir uns hier jetzt wie angekündigt mal 3, 4 Soul Sand mit. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Und dann geht's wieder raus und hoffentlich funktioniert meine Farm dann, weil sonst weiß ich nicht, was ich machen soll. Oh, das eine Hühnchen hat einen Bogen gedroppt. Oh, da ist Infinity drauf. Let's go. Ich dachte, dass wir später vielleicht noch traden müssen. Aber wenn wir einen Infinity-Bogen haben, dann natürlich nicht. Also, der erste Step. Wir gehen hier runter. Ich mache das ganze Holz weg, setze stattdessen Soul Sand hin. Perfekt, direkt mal falsch gemacht. Ja, und jetzt müssen hier noch Trapdoors hin, damit die Hühnchen nicht zu hoch fliegen können. So, jetzt nehmen wir uns ein Seed in die Hand. Lassen die ganzen Kollegen hier wieder mal frei. Jetzt haben sie ganz kurz Hoffnung, dass sie freikommen. Aber Plot Twist, ihr werdet nur in ein anderem Gehege eingesperrt. Und dann einmal bitte hier alle reinlaufen. Das wäre so schön. Tut mir diesen Eingefallen. Guckt euch das an, Freunde, wie sie alle freiwillig da reinlaufen. Ich muss sie nicht mal zwingen. Und damit ist das Ding jetzt auch fertig, soweit ich das richtig sehe. Ja, und mit der Zeit legen die dann Items. Und wenn alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann fließen die hier runter in die Kiste. Ja, und damit steht endlich unsere vollautomatische OP-Items-Farm. Let's go, 4 Weizensamen. Davon werde ich gleich noch extrem viele farmen. Dann werde ich die ganze Zeit die Hühnchen vermehren, hier die ganzen Kisten anschauen. Ach ja, aber ein was wollten wir davor natürlich noch abchecken. Und zwar, was unsere Hühnchen gedroppt haben, als ich gerade die ganze Zeit unterwegs war und diese Farm gebaut habe. Also Freunde, wir schauen rein in die unterste Kiste. Da ist gar nichts drin, da war gar keine Hopper. Aber in dieser Kiste finden wir... Okay, eine Enderperle, das ist gut. Dann haben wir ein Sharpness 4 Unbreaking 3 Schwert. Das ist auf jeden Fall besser als mein aktuelles. Ein Buch mit Bane of Arthropos, das brauchen wir nicht. Ein Emerald Block ist ganz cool. Ja, und sonst eine Schalker Shell brauchen wir nicht. Ja, also der Stuff da drin, er ist auf jeden Fall gut. Aber ich hätte mir ehrlich gesagt schon noch eine Enderperle bzw. Enderaugen gewünscht. Ja gut, also wie gesagt, der Loot, den wir hier rausbekommen, ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir am Ende von dieser Challenge definitiv Full Netherite sind, auch was alle Tools und so angeht. Das Ding ist ja nur, dass wir keine so krassen Tools brauchen, sondern einfach nur Enderaugen. Nee, das ist einfach eine Pillager Patrol oder wie auch immer das heißt. Random auf meiner Hühnchenfarm. Das kann doch nicht sein. Jetzt bekomme ich gleich auch noch Bad Omen, das wird ja super. Ich habe jetzt hier die Farm auf jeden Fall extrem erweitert. Also egal was passiert, Freunde, ich habe genug Platz. Egal wie viele Items wir nachher bekommen, das Ganze funktioniert auch. Also die Items haben wir bekommen in der Zeit. Eine Netherite-Hose, sehr nice. Und das erste Enderauge, let's go, man kann Enderaugen bekommen. Ich war mir nämlich nicht sicher. Jetzt weiß ich es und bin sehr glücklich drüber. Jetzt muss ich nur noch mit meiner Glückshoe ein bisschen Weizen farmen, um genau zu sein, sehr, sehr viel. Damit vermehre ich dann die ganze Zeit meine Hühnchen, sobald das wieder geht. Ich glaube, da muss ich ja immer um die 5 Minuten warten. Ja, und dann sieht das Ganze doch schon sehr, sehr gut und zuversichtlich aus. Ja, also schaut euch das an, Freunde. Das ist wirklich absolute Massentierhaltung. Das ist ganz, ganz schlimm. Dort oben beim Einsammeln habe ich aus Versehen allerdings auch noch 3 weitere
Items instant da oben eingesammelt. Das war einmal ein Totem, sehr nice, dazu ein Trident mit Riptide 1, jetzt nicht so das Wahre. Und dazu allerdings ein ziemlich gutes Netherite Schwert mit Smite 5, Looting 3 und Knockback 2. Ja, und jetzt gehen wir hier mal runter und schauen, was für coole Items ich hier so bekommen habe in der Zwischenzeit. Wie gesagt, eine Stunde war ich AFK, wir öffnen die erste Kiste. Ist vielleicht hier sogar schon okay. Da ist was drin. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Gut, also wir haben hier erstmal noch ein Totem, dazu einen neuen OP-Goldapfel. Dann ein Protection 3 Netherite Helm, das ist doch besser als mein aktueller, den nehme ich natürlich direkt. Gehen wir weiter zur zweiten Kiste und dort seht ihr schon, ist auf jeden Fall deutlich mehr. Erstmal noch ein Totem, dazu zwei neue OP-Goldäpfel. Dann haben wir hier drei Enderaugen, das ist wichtig, die nehme ich mir direkt raus, das können wir uns direkt mal merken. Und sonst eine Elytra, auch sehr nice, brauchen wir auch auf jeden Fall. Gumo, Freunde, ich kann euch nicht sagen, warum mein Spiel die ganze Zeit abstürzt. Ich habe das jetzt hier auch nochmal probiert, aber irgendwie funktioniert es einfach nicht. Deswegen tut es mir wirklich extrem leid, aber wir müssen die Hühnchen töten. Das Ding ist nämlich, ich kann mir vorstellen, dass es daran vielleicht liegt. Das wird jetzt schmerzhaft, aber wir müssen das tun. Gut, also die Hühnchen sind jetzt tot. Das ist auf jeden Fall schade. Ich hoffe, dass wir unten überhaupt genug Enderaugen haben, sonst haben wir ein Riesenproblem. Ja, und dann würde ich sagen, können wir uns gleich mal die ganzen Kisten anschauen. Und ich hoffe, dass das Spiel dieses Mal nicht abstürzt, sonst habe ich keine Ahnung, wie ich das machen soll. So, unten angefangen haben wir hier erstmal zwei Enderaugen. Sehr nice, damit stehen wir insgesamt schon bei 6 Stück, das gefällt mir. Wir haben 19 Enderaugen, 12 Enderperlen, 14 OP-Goldäpfel, 7 Totems, dazu 2 Elytras, extrem starke Rüstung und Tools. Ja, und damit würde ich sagen, verlassen wir nach 10 Stunden unsere wunderbare Hühnchenfarm und machen uns gleich mal auf die Suche nach dem End und nach dem Enderdrachen. Okay, let's go, Freunde. Das erste Auge wird geworfen und wir müssen in diese Richtung. Oh, Freunde, da hinten ist ein Dorf. Irgendwie habe ich das verlangt, der ihr Leben zu zerstören. Ich habe einen Raid gestartet und jetzt gehe ich einfach wieder. Bin ich nicht ultra sympathisch? Und das sogar in der Nacht. Ich denke mal, keiner von den Villagern wird das überleben. Aber ich konnte einfach nicht anders. Jetzt ist immerhin mein komischer Effekt weg. Okay, jetzt geht's wieder zurück. Das bedeutet, der Stronghold muss hier irgendwo runter sein. Zum Glück bauen wir mit unserer super starken Spitzhacke ja relativ schnell die Blöcke ab. Und so sollte das doch eigentlich kein Problem sein, einen ganz entspannten Stronghold zu finden, oder? Oh, das ist es, Freunde. Das ist es doch. Da drüben haben wir die Bibliothek, da brauchen wir aber nichts von. Ja, und hier ist der Portalraum. Der Stronghold besteht nur aus zwei Räumen, einer Bibliothek und dem Portalraum. Sonst rege ich mich ja immer auf, aber hier hatten wir gerade wirklich extremes Glück. Und das bedeutet, Freunde, wir legen die Enderaugen ins Portal und dann geht es gleich rein ins End und das mit absoluten OP-Stuff. Ich denke, das wird gar nicht so schwer. Let's go! Viel Spaß! Ich glaube wirklich, ich war noch nie so krass equipped im End. Ihr seht schon, wie viel Schaden da Power 5 macht. Also im Vergleich zu einem normalen Bogen ist es einfach ein absoluter Traum. Oh, er geht in die Mitte, Freunde, er geht in die Mitte. Wir haben ja zum Glück viele Totems, das heißt, gegen Fallschaden sind wir eigentlich gut abgesichert. Das sieht gut aus, Freunde. Das sieht sehr, sehr gut aus. Wir haben's. Ich dachte, ich gehe einfach mal frontal in den Nahkampf. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Und damit haben wir Minecraft durchgespielt. Wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr meine lange, lange Arbeit unterstützen wollt, dann lasst jetzt sehr, sehr gerne mal ein Like und ein Abo da. Kommentiert auch sehr, sehr gerne, was für Challenges ich in Zukunft mal ausprobieren soll. Ja, und dann sehen wir uns am Dienstag wieder. Haut rein und ciao!